einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Es ist Ostermontag. Wir frühstücken mal heute nicht im Bett. Wir haben es uns an den Tisch gestellt, der hier ist. Es ist das gleiche Frühstück wie die letzten Tage auch, mit Ei und diesmal mit Weintrauben statt mit Kiwis. Aber lecker Joghurt, Orangensaft, verschiedene Wurst, verschiedene Käse. Also, wir lassen es uns heute nochmal richtig gut schmecken. Bis später. So, liebe Leute, Abschied nehmen. Ich muss gerade nochmal hier Himmel und Hölle in Bewegung setzen, weil ich hatte in unserem Zimmer mein Handy liegen lassen. Und die Pensionswirtin ist mit ihrer Familie schon auf zu einem Mittelaltermarkt. Und dann mussten die auf der Autobahn wenden und mussten jetzt nochmal zurückkommen. Aber ich bin so dankbar, sie haben es gemacht und haben nicht das Handy zurückgeschickt an mich, sondern haben es mir gleich übergeben. Ach, bin ich froh. Ja, schönes Frühlingswetter und wir fahren jetzt auf nach Moritzburg, treffen dort eine Überraschungsgästin über einen Überraschungsgast und in Moritzburg machen wir uns einen schönen Tag. Also, bis später. So, jetzt war der Autofahrt mal ein bisschen gefilmt hier. Das sind alles Weinberge. Die Weinberge von Radebeul, Dresden, Meißen. Die machen guten Wein, kann ich nur bestätigen, auch wenn ich keinen Alkohol trinke, aber die machen auch guten Traubensaft. Und ja, man hat hier einen wunderschönen Blick darauf. So, wir werden wie das einfache Fußvolk aufs Schloss laufen. Man kann auch mit der Kutsche fahren. Kostet für 40 Euro eine halbe Stunde und 70 Euro eine ganze Stunde. Wir haben beschlossen, wir laufen. Wir sind das einfache Fußvolk. Und das hier ist Katrin. Hallo. Meine Freundin. Wir treffen uns heute zum ersten Mal. Wir kennen uns nur über Facebook. Aber heute lernen wir uns persönlich kennen und gehen gemeinsam auf Schloss Moritzburg. Da ist das Schloss, genau. Und da gehen wir jetzt hin. So, hier ist das Gewässer. Einmal rechts und einmal links. Und wir laufen jetzt quasi über die Brücke direkt zum Schloss. Wisst ihr überhaupt, wer hier in dem Schloss residiert? Also residiert hat? Nein, es war nicht August der Starke. Ja, ist auch sowas, ist zu sehen. Weil hier jede Menge Plastikmüll ist. Wir vermuten mal, dass irgendwie irgendwas an sich verschluckt hat oder hier in dem Gestrüpp verfangen hat. Jedenfalls der Karpfen lebt nimmer. Der hat ausgelebt. Aber ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da schwimmen ganz viele Karpfen. Und die Wärme sind hier leise. Wir sind hier im Steinsaal von Moritzburg und hier hängen ganz viele Elche und Rentiere an den Wänden, bis zur Decke hoch. Und das sind alles Schenkungen an August des Starken. Genauso wie die Gemälde. Jetzt sind wir hier in dem Steinsaal. Große Spiegel. Und goldene Geweihe. Und wunderschöne Leuchter. Ob das Meißner Porzellan ist hier?
mal. Das ist bestimmt Meißner Porzellan. Da hinten ist wieder so ein schöner Kamin. Ein schöner Schrank. Ein silbernes Getier. Und hier kann man sogar ein Stück Tapete befühlen. Das ist Ledertapete. Glatt, rillig und man spürt richtig, wie wertvoll das ist. Mit einer Blume hier unten. Sehr schön. Das Museum hat übrigens ein Histopad für jeden Besucher, wo man sich in die Zeit, wo man es hineinfühlen kann. Hier ist das Schlafzimmer, wo ich meinen Finger habe. Dann hier das Wohnzimmer. Und hier, da steht You, das bin ich. Da ist das Vorzimmer. Also gehen wir hier jetzt mal ins Wohnzimmer. Jetzt sind wir im Wohnzimmer und Audienzzimmer. Da seht ihr den Sekretär. Und hier müsst ihr euch vorstellen, hat der August III., der Sohn vom August des Starken, seine Audienzen abgehalten. Und schaut euch mal die Stühle an. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Die Stühle haben das gleiche Dekor wie die Tapete. Das ist alles das gleiche Leder bemalt. Und von solchen Stühlen gab es über 400 hier. 400 Sachen handbemaltes Leder. Krass, oder? Und jetzt sind wir im Schlafzimmer. Guckt mal, die hohen Decken. Wie die hier geheizt haben müssen, bis das alles warm war. Frisst du dir dort im Winter oder nachts einen Arsch ab. Aber einen schönen Leuchter hast du hier wieder. Ein schönes Gemälde über der Tür. Und wieder diese prunkvoll mit Gold bemalte Tapete, Ledertapete. Und da drüben seht ihr Marco und Katrin. Damals gab es ja noch keine Polaroid-Kameras, Sofortbildkameras. Da musste man stillhalten, dass der Maler malen konnte. Und guck mal, wie klein das Kind ist, das so lange stillstehen musste. Darfst du kein ADHS haben? Die Kapelle mit einem schönen Altar. Das große sächsische Wappen an der Seite und irgendwas Hebräisches, was ich leider nicht lesen kann. Vielleicht kann Mike mir helfen. Ich mache mal ein Foto. So, also ich korrigiere mich. Das ist nicht die Schlosskirche, sondern das ist eine Kirche, die zur Gemeinde Trinitatis gehört. Und man kann sie sonntags zum Gottesdienst besuchen. Und was wir hier hatten, dieses Hebräische, heißt heilig, 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 Gott der Herr Zebaoth, Gott der Allherrscher. Lesen bildet. Ich wollte schon immer mal schlau sein. Aber das Altarbild ist wirklich klasse.
das hier ist das Quartier, also das Aufenthaltsraum von Maria Sofa, also Josefa. Also wie Josef, nur mit A hinten dran. Macht's mir doch nicht so schwer. Jedenfalls der Quartierzimmer hier ist das. Auch wieder mit einem prächtigen Leuchter. Und eine neue Tapete. Aber auch die ist wieder eine goldbemalte Ledertapete. Wir gehen mal weiter. Wir sind immer noch im Quartier von Maria Josefa. Das hier ist der Billardsaal. Noch weiter hoch. Da ist die Decke. Alles handbemalt und handgestuckt. Mit einem ordentlichen Öffchen wieder, dass man beim Billard nicht friert. Und hier ein ganz großer Billardtisch. Ob da Kinder drauf gezeugt worden sind. Wir befinden uns jetzt im Quartier der königlichen Familien. Wieder mit einem schönen Kamin. Goldbemalte Ledertapete. Porzellan. Schränkchen. Hier drüben hat man mal so ein Schränkchen ein bisschen aufgemacht. Da waren kleine Schubfächer drin. Hat jemand Hunger? Der König ruft zu Tisch. Und den König soll man nicht so lange warten lassen. Ein prächtiger Saal. Mit jede Menge Elchen wieder an der Wand. Und wenn ihr euch überlegt, Elche gab es damals hier gar nicht oder gibt es auch heute noch nicht in Sachsen. Die sind alles Geschenke, die August der Starke bekommen hat und sein Sohn August der Dritte. Besonders dieser Elche. Dieser Elche ist sehr besonders hier. Ich vermute mal, das Porzellan ist Meisterporzellan. Und das ist so wertvoll. Das ist von früher noch, von August den Starken. Das hat man durch zwei Weltkriege gerettet. Das Schlafzimmer von August dem Starken. Hier eine Mätresse auf seinem Bild, damit er auch schön schlafen kann. Wieder diese Gold-Ledertapete. Da unten schöne Gefäße. Wieder so ein Ofen. Und noch mehr Frauen. So, ich sehe jetzt nicht. Ich filme einfach mal. Weil es ist genau gegen die Sonne. Aber ich hoffe, ihr seht was. Das da unten, wie gesagt, hier geht es schön runter. Und Katrin hat gerade richtig gesagt, wenn jemand mit der Kutsche ankam, die lange Allee da lang getrabt, das konnte man richtig gut sehen.
Rechts und links sind die Karpfenteiche. Und einen Schuh willst du noch? Was will ich noch? Den Schuh. Willst du noch? Anprobieren. Ach so, stimmt. Ja. Wo ist denn der? Das glaube ich hier hinten mit der Seite. Den Schuh muss ich doch noch anprobieren, ob mir der Aschenputtelschuh passt. Na los, den suchen wir jetzt noch. Guck dir mal. Jetzt sind sie gerade hinter dem Baum verschwunden. Jetzt kommen sie wieder vor. Alle in Reihe und Glied. Wie eine Perlenkette. Wie eine Perlenkette. Zack, zack, zack. Ja, wir haben ihn gefunden. Aber jetzt sind wir erstmal bei den Enten. Mutti vorne weg. Oder Papa vorne weg. Und Mutti hinterher mit den ganzen Kleinen. Sieht gut aus, ja? Ja, süß. Das kommt nicht. Das kommst du nie wieder raus. Das wird nicht. Das wird nicht. Ich bin die Aschenbrödel. Weg war er. Wo kommt er wieder hoch? Ich sehe ihn nicht. Wo? Unter dem Loch. Weißt du, ein Fisch, wie es aussieht? Da hat irgendwas in der Schnur. Schnabel. Okay, ich sehe nichts mit meinem Handy. Vielleicht seht ihr was. Ich nicht. Ja! Der hat einen Fisch. Der hat einen Fisch. Der hat einen Fisch. Guten Appetit. So, direkt am Parkplatz. Also drinnen steht irgendwo unser Auto. Direkt am Parkplatz gibt es hier eine Eisdiele mit sehr guten Bewertungen. Und da haben wir gedacht, kehren wir nochmal ein. Marco hat Eisschokolade. Ohne Sahne. Und ich habe wahllos vier Kugeln rausgesucht, die mir am besten gefallen haben. Und Katrin, du hast einen Mangobecher. Einen Mangobecher. Also alles für auch to go, zum Mitnehmen. Bisschen viel Plastik, aber lässt sich bei to go schlecht vermeiden. So. Eis ist alle, Eisschokolade ist auch alle. Katrin, war schön mit dir. Ja, mit dir auch. Euch zwei. Mach's gut. Und wir sehen uns wieder, ne? Ach klar, machen wir wieder mal. So, und mir zwei, also du. Ich geh jetzt hoch. Du gehst hoch, na dann geh ich hoch. Wenn du jetzt hoch gehst, dann mach Tschüss. Und dann gehst du hoch. Ich geh hoch. Mal sehen, vielleicht treffen wir uns irgendwann mal wieder. So, meine Lieben, das war unser Ausflug nach Dresden und Umgebung. Also Radebeul, Moritzburg und Dresden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und als nächstes habe ich schon wieder ein Kochvideo geplant. Und was ich vor der Kreuzfahrt auch noch machen möchte. Ja, wir machen im Mai eine Kreuzfahrt. Kann ich schon mal vorsprechen. Ja, und vor der Kreuzfahrt plane ich nochmal ein kleines Revival von der DDR-Kochgruppe. Und da brauche ich eure Hilfe. Woche. Was habe ich gesagt? Mach am besten nochmal komplett. Nö, erzähl ruhig. Du hast Kochgruppe gesagt. Kochgruppe, nein, Kochwoche. Also DDR-Kochwoche. Und ja, da brauche ich eure Hilfe, was ihr nochmal von mir sehen wollt in der DDR-Kochwoche. Also. Fazit von diesem Urlaub jetzt. Es war wunderschön. Wir hatten eine gute Unterkunft gehabt, wo wir gut schlafen konnten. War kein Ehebett. Naja, kann man sehen, wie man will. Ich hatte endlich mal meine Decke für mich. Marco protestiert gerade. Ja, also es war wirklich wunderschön. Was ein bisschen teuer war, war das Essen. Also, wenn wir so auswärts essen gegangen sind,
Also wir hatten ja vorhin das Eis gehabt, da hat eine Kugel 1,80 Euro gekostet. Das ist ganz schön heftig, finde ich. Aber du musst halt bedenken, wo du bist. Ja, Marco sagt gerade, ich muss bedenken, wo ich bin. Ich war vor dem Schloss Moritzburg, also nicht erst in der Innenstadt von Moritzburg drinne oder irgendwer, sondern ich war bei der Hauptattraktion des Ortes vor der Haustüre quasi. Und da können die sich solche Preise auch erlauben. Was mir auch aufgefallen ist, dass viele Fahrer sich rücksichtslos verhalten. Also die fahren teilweise wie die Henker und nicht nur die Autofahrer, sondern auch Motorrad- und Radfahrer. Leute, passt ein bisschen auf eure Mitmenschen auf. Verhaltet euch nicht so, nach mir kommt die Sintflut, sondern passt auf euch auf. Ihr könnt auch in den Unfall verwickelt sein und dann könnt ihr mich nicht mehr schauen und dann wäre ich sehr traurig. Also, ich brauche euch noch und ihr braucht mich, sonst würdet ihr den Kanal nicht einschalten. Alles klar. Müll? Thema Müll soll ich nochmal sagen? Ja, also auch das ist Thema Müll ist extrem. Also ich habe das heute in den Karpfenteichen gesehen in Moritzburg. Da war viel Müll drin, dass ein Karpfen daran wahrscheinlich an dem Plastik da irgendwie gefangen und erstickt und wie auch immer. In Dresden, obwohl die wirklich an jeder Ecke, an jedem Busch und irgendwas eine Mülltonne zu stehen haben, die ganzen Mülltonnen voll. Und es gibt auch Menschen, die schmeißen es einfach unten hin. Ich habe dann gesagt, entschuldigen Sie, Sie haben was verloren. Interessiert mich nicht. Also das möchte ich von euch auch nicht hören. Also seid bitte der Umwelt zuliebe, werft es in den Mülleimer und wenn die Mülleimer voll sind, dann stopft es irgendwie rein oder nehmt es mit nach Hause und werft es zu Hause weg. Dafür habt ihr die Müllgebühren. Na? Ja, und das Dritte, was ich euch noch ansprechen möchte, ich freue mich, wenn ihr mir treu bleibt oder an die Leute, die treu geblieben sind, die neuen, die ihr dazugekommen sind, freue ich mich umso mehr. Und ich hoffe, dass ich bis zur Kreuzfahrt, Ende Mai ist die, dass ich dann die 4000 Follower voll habe. Das wäre mein großes Ziel. Also teilt und werbt für mich, dass wir die 4000 schnell voll haben. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Nacht und morgen wieder einen schönen Tag zum Arbeiten. Bis dann, eure Crazy Cooking Queen. Muah.